Gute und herzlich willkommen zum ultimativen Burger-Test vegan gegen normal. Vorab muss ich sagen, ich bin Fleischfresser, ich esse Fleisch, ich esse gern Fleisch, ich werde weiterhin Fleisch essen. Vor ein paar Jahren noch habe ich recht viel Fleisch gegessen, ich habe mich mal jahrelang ketogen ernährt, da habe ich auch noch richtig Kraftsport gemacht. Da habe ich noch ganz anders ausgesehen wie jetzt körperlich. Auf jeden Fall war da der Ranse nicht ganz so dick, wie er jetzt ist. Ja, in dem Zeitraum habe ich mich, wie gesagt, ketogen ernährt. Das ist sehr eiweiß-, fett- und fleischlastige Ernährungsform. Ich habe zu dem Zeitpunkt quasi fast nur Fleisch gefressen. Hauptsache viel und billig. Wie ich dann vor ein paar Jahren angefangen habe, mit der ganzen Gatte-Geschichte und mit YouTube und so weiter und wie dann auch die Kinder gekommen sind, so habe ich mich mit dem Thema Ernährung, Nachhaltigkeit ein bisschen intensiver beschäftigt. Zur gleichen Zeit habe ich dann auch die Dokumentation Earthlings geguckt. Danach habe ich mir über mein Konsumverhalten gerade von Fleisch etwas Gedanken gemacht. Ja, auf jeden Fall ist mein Fleischkonsum drastisch gesunken. Ich esse so jetzt vielleicht, sagen wir mal, 2, maximal 3 Mal die Woche Fleisch. Aber dann richtig gutes Fleisch von einem Metzger. Mir kam unser Fleisch beim Metzger, der sogar noch selbst schlachtet. Gibt es heutzutage leider immer weniger. Aus dem Supermarkt habe ich schon jetzt bestimmt 2 oder 3 Jahre kein Fleisch mehr gekauft und werde ich auch in Zukunft nicht machen. Zu dem ganzen Thema vegan. Ich kann mir es nicht vorstellen, vegan zu leben, aber durch unseren immer weniger werdenden Fleischkonsum sind wir offener geworden, ich sag mal, neue Sachen auszuprobieren. Und warum soll man da nicht einmal eine Alternative ausprobieren zum normalen Burger mit Rinderhack? Ich habe mir überlegt, ich probiere das jetzt einfach mal aus und habe mir bei meinem Werbepartner der Coro Drogerie 2 fleischlose Alternativen bestellt. Einmal der vegane Burger Typ Aubergine und einmal den veganen Burger Typ Artischocke. Die 2 vegane Alternative und richtige Hack-Patty werde ich jetzt zu Hause auf der Küchehexe zubereiten und dann natürlich auch mit euch zusammen verkosten. Ja, wie mache ich meinen Burger heutzutage? Da werden ja immer ganz viel Fett rundherum um den Burger gemacht. Man kann noch Pulled Pork oder was weiß ich, was für Soße, Salate, Chilis und so weiter drauf machen. Aber gerade beim Burger mag ich es relativ einfach. Mir langt es ein Burgerbrötchen, die Frikadelle oder der Patty, wie man sagt, Tomate, Ketchup, Salat oben drauf, fertig. Und genauso, wenn wir das jetzt heute auch machen. Ihr seht, da habe ich die Burgerbrötchen, da habe ich die Patties aus Rinderhack. Bei der veganen Alternative ist so ein Patty 100 Gramm schwer. Meine Burger-Patties, die ich normal mache, sind 200 Gramm, weil es will ja keiner Aufschnitt auf dem Burger. Deswegen werde ich 2 von den veganen Teilen aufeinander legen. Dann kommt natürlich noch ein Cheddar drauf. Auch da für die vegane Alternative einen veganen Burgerkäse auf Mandelbasis, Salat und Tomate, ganz klassisch. Die meisten von euch, die meine Videos verfolgen, werden mittlerweile wissen, dass ich von der Coro Drogerie gesponsert werde. Deswegen ist da eure Werbung eingeblendet. Aber wer mich kennt, weiß auch, dass ich euch keinen Scheiß erzähle. Wenn mir es nicht schmeckt, werde ich es euch mit Sicherheit auch sagen. Jetzt habe ich aber lang genug rumgebabbelt. Es geht direkt los. Die Hexe ist vorgeheizt, feuerfrei. Ja, so eine Küchehexe ist eine absolut geile Sache. Die habe ich vor der Zerstörung gerettet. Dazu gibt es auch ein Video. Ich verlinke es euch da oben, könnt ihr euch ja mal anschauen. Gerade zum Burger machen finde ich das Ding absolut geil. Der eine oder andere wird sagen, so ein Burger muss gegrillt sein, aber die schmecke in der Hexe oder von der Hexe gerade genauso gut. Und was absolut geil ist bei der Hexe, ihr könnt nebendran auf der Platte einfach noch die Brötchen richtig schön groß anrösten. Zum Anbraten nehme ich stinknormales Sonnenblumenöl. Die Brötchen, die lege ich schon einmal zum Antoasten da hier auf die Platte. Das geht dann nämlich alles relativ schnell. In die untere Pfanne kommt die vegane Alternative. Und oben kommen die gute 200 Gramm Rinderhack-Patties. Ihr seht, die Hexe, die gibt richtig Power, wie es brutzelt. Hier auf dem Teil, da haben wir schon ein paar Burger-Sessions gemacht mit ganz vielen Freunden zusammen. Man kann auch da einen Ring rausmachen, stellt mal einen Wok drauf, noch ein paar Kartoffelspalten. Also
Die Hexe im Garten, ich wollte sie nicht mehr missen. Also rieche, dann die vegane Teile auf jeden Fall gut. Mein Rinderhack, das ist ja nur ganz klassisch Salz und Pfeffer gewürzt. Mehr hat meiner Meinung nach in Burger Patty nichts verloren. Rinderhack, Salz, Pfeffer. Und natürlich ganz wichtig ist, gutes Hackfleisch, frisch durchgelassen. Super. Wenn ihr schaut, die Buns, die werden jetzt langsam knusprig. Die kann ich noch einmal liegen lassen. In dem Moment, in dem ich die Patties drehe, lege ich dann immer schon eine Scheibe Käse oben drauf. Ich werde jetzt auch die vegane Alternative mit dem Hack tauschen, weil das doch etwas dicker ist, bis das durch ist. Wenn ihr euch so zum Thema Küchehexe oder Küchenofen nochmal, wenn ihr euch so ein altes Ding besorgt und stellt es in euren Garten, guckt, dass ihr ein Dach drüber habt und vergesst nicht nach jeder Benutzung das Ding sauber zu machen und euch zu ölen. Habt ihr viel länger Freude dran. Da ich die Dinger ja aufeinander legen will, dadurch muss ich die Käsescheibe umwechseln. Habe ich nicht dran gedacht. Die Burger sind jetzt beide gedreht. Jetzt kann es nicht mehr lang dauern, bis probiert wird. Wie macht ihr euer Burger? Grillt ihr? Macht ihr sie in der Pfanne oder macht ihr sie mit so einem Kontaktgrill? So ein Kontaktgrill ist meiner Meinung nach auch wie in der Pfanne. Wie sind da eure Meinungen? Schreibt mir das gern unter das Video in die Kommentare. Bei so einem Rinderhack-Patty finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn er noch so ein bisschen Medium ist, so ein bisschen zart rosa innen drin, weil das gute Rinderhack, das kannst du ja so zur Not roh essen. Als erstes bereite ich jetzt die zwei vegane Alternative vor. Als erstes die Patty Unterseite. Ich mache da ganz gern unten immer schon ein bisschen Ketchup drauf. Ein Patty und der mit Käse. Nächster und der mit Käse. Ich mache dann immer oben noch ein bisschen Ketchup drauf, weil ich es nicht so trocken mag. Auf den lege ich die Tomate, ein bisschen Salat, nur nicht zu viel. Und natürlich die Deckel. Und genauso mache ich das jetzt beim Original auch. Die Patty ist raus aus der Pfanne, ruf auf den Burger, wieder etwas Ketchup, jeweils die Tomate und etwas Salat oben drauf. Und oben drauf die Deckel. So sieht das Ganze nebeneinander aus. Habt da die normale auf der Seite und darüber die vegane Alternative. Jetzt kommt das Beste, das Probieren. Als erstes werde ich die vegane Alternative probieren. Also beim Reinbeißen merkt man sofort, dass der Patty nicht aus Fleisch ist. Geschmacklich muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Aber mir schmeckt schon, dass es kein Fleisch ist. Da bin ich ganz ehrlich. Also das ist, schmeckt mir schon. Ich probiere die zweite mit Artischocke noch. Auch hier beim Reinbeißen merkt man sofort, dass es Fleisch ist. Also ich finde, die Konsistenz ist eher so wie so ein Grünkernbratling oder so irgendwas, aber es ist okay. Jetzt muss ich aber natürlich auch noch in die Rinderpatties reinbeißen. Also, man schmeckt sofort, dass es Fleisch ist und dass es gutes Fleisch ist, gut gewürzt.
Fakten. Mein Fazit: Es ist beides sehr lecker, aber ich bin ehrlich zu euch, mit Fleisch schmeckt mir persönlich viel, viel besser. Aber das ist wie bei allem, die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Ich bin der Meinung, bildet euch eure eigene Meinung. Probiert ruhig einmal ein vegane Patty aus. Es waren mit Sicherheit nicht die letzte, die ich gegessen habe. Aber wenn ich mir es aussuchen kann, geht meine Entscheidung klar zum Rinderhackfleisch-Patty. Ich hoffe, ihr habt beim Video ein bisschen Spaß gehabt. Ihr bleibt mir treu und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.